Hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem Video. Heute werden wir mal wieder ein paar Hacker bannen und dafür müssen wir als erstes in das Report-System einloggen und zwar mit /report-login, soweit ich weiß. Rotritter hat sich eingeloggt ins Report-System, das bedeutet, wir bekommen jetzt gleich angezeigt, wenn jemand hackt und hier ist schon in der Ecke der erste Report reinkommt. Tankstar 530. Ich gehe da mal hin, Leute, ich gehe da mal hin. Ihr müsst wissen, oh, das ist Bad Wars. Ja, cool. Okay, Tankstar. Das sieht ja aber alles ein bisschen weird aus, wie du da gerade baust. Ohne zu sneaken, immer an den Rand. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Freunde, jedenfalls heute werden wir einen Vergleich machen. Wir haben ja vor ungefähr 5-6 Monaten haben wir ziemlich oft Owner vs. Hacker gemacht. Und jetzt fangen wir wieder ein bisschen damit an und werden mal gucken, ob unser Server ein bisschen hackfreier geworden ist. Ich glaube, es müssen deutlich weniger Hacker sein. Ich glaube auch, dass der Tankster ein ziemlich gemeiner, fieser, kleiner Cheater ist, Leute. Der cheatet rein. Hey, Rotritter, schreibt schon einer. Was geht ab? So, gucken wir uns das Ganze mal an hier. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich klar. Gegen wen spielt er noch? Gegen den Mai Saga spielt er noch. Tankstar. Ich markiere mir schon mal den Namen gerade. Tankstar 530. Und wir gehen mal in den Troll-Modus. Troll GM. Wo bist du denn, Tankstar? Ja. Ich schlage ihn mal zum Knockback checken. Zack, er kriegt Knockback, aber auch nicht so viel, ne? Ist jetzt gerade ein bisschen verwirrt, woher das Ganze kommt. Mal sehen, ob er den Hack jetzt ausmacht. Aber ich glaube, wir haben gerade schon bewiesen, dass es ein Hack war. Ihr habt ja gerade gesehen, oh, hier kommt der nächste Report rein. Der ist auch reportet worden wegen Hacking. Aber ja, ich glaube, ihr habt gerade gesehen, der ist immer so an die Kante gegangen und ist nicht runtergefallen. Wisst ihr, ohne zu sneaken, hat er sich quasi rübergebaut. Das geht ja auch. Also, vielleicht kennt ihr ja Porsche oder so. Die können ja wirklich ohne, dass sie sneaken, können sie bauen. Also, die Fast Bridge nicht, sondern die, ich glaube, es heißt irgendwie God Bridge oder irgendwie sowas. Das geht auf jeden Fall, aber es geht nicht so, dass man, wisst ihr, man kann nicht so an den Rand laufen. Ich sneak jetzt schnell. So an den Rand laufen, ohne. Also, dass man immer genau die Kante trifft, wisst ihr, was ich meine? Das ist ziemlich, ziemlich unmöglich eigentlich, wenn ich immer so laufe und, also den Moment zu erwischen, wäre schon sehr schwierig. Es wirkt alles sehr roboterartig bei ihm. Deswegen denke ich, dass der ein bisschen reinhackt, Leute. Aber wir sehen das gleich, wenn er wieder rüberbaut. Ja, was ist das denn da gerade gewesen? Was war das denn? Bewegt sich da jemand ein bisschen sneaky-beaky? Ja, du. Er baut sich jetzt hoch. Das macht auf jeden Fall... Oh! Das macht er nicht normal. Habt ihr das gesehen, Leute? Und da fängt er wieder an. Tankstar. Du kleine Drecksfotze hier. Hau ab. Lass den Gelben in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Tankstar, hau ab. Lass ihn in Ruhe. Weg mit dir. Raus mit dir. Warte mal, hier mal gerade mal mit dem Schwert. Machen wir Troll Show. Mal gucken, was der Typ jetzt sagt, wenn ich hier bin. Hallo. Ich muss vielleicht mal annicken. Du bist nur nicht mehr genickt. Ich kann, glaube ich, nichts schreiben, aber hallo. Hallo, Tankstar. Was machst du jetzt, du kleiner Cheater? Was denkst du dir jetzt? Was denkst du dir jetzt? Na, die Enderperle hilft dir jetzt auch nicht mehr viel. Tankstar ist gestorben, Team Red gewonnen und Tankstar kann damit auch schön für die 1 gebannt werden. Tschüss, Tankstar. Man sieht sich in vielleicht 30 Tagen oder wenn du vielleicht jetzt zum zweiten Mal gebannt wirst, dann bist du eh schon viel länger gebannt. Hau rein. Ciao. Oh, hier ist direkt der nächste Report gekommen. Pinky Dash. Das gucke ich mir nochmal an hier. Pinky Dash. Der spielt TTT. Wo ist denn der Pinky Dash? Der ist auch wegen Hacking reported worden. Hier, der ist in der Luft. Der ist gerade am Fliegen, ist der. Ja, das können wir jetzt schwierig checken, weil der nicht mehr spielt, ob der wirklich ein Hacker ist. Dann würde ich sagen, gibt's noch, hier ist noch der E-Dub reported worden. Der wird schon bearbeitet von einem Supporter. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen warten, Leute. Wie gesagt, es kann sein, dass wir deutlich weniger Hacker haben als noch vor einigen Monaten, weil wir mittlerweile ziemlich viel Supporter haben, die den ganzen Tag bannen. Und richtig viele Bands raushauen. Vielleicht habt ihr mal auf Twitter geguckt. Der meinsucht.net Twitter-Account postet regelmäßig, wir haben diese Woche so und so viele Hacker gebannt. Und es sind meistens so 3.000 oder 4.000 Hacker, die pro Woche gebannt werden. Das ist ziemlich, ziemlich viel. So, wer ist hier? Reverse Star. Okay, was macht der Reverse Star? Ich gehe direkt mal in den Troll-Modus. Troll GM und hole mir auch einen Namen hier. Speichern wir uns ab. Mein Freund. Der ist doch wegen Hacking reported worden, oder? Reverse Star wegen Hacking. Ja, der soll angeblich hacken. Mal gucken. Was macht der da? Also er wirkt gerade auf mich so ein bisschen wie der größte Noob. Also wie ein neuer Spieler. Was macht er jetzt da? Was war das jetzt gerade für eine komische Sache? Was war das jetzt? Leute, merkt ihr, der spielt jetzt nicht besonders gut, Bad Wars. Der wirkt eher so, als würde er zum ersten Mal gerade Minecraft spielen. Ja. Was?
Was macht der denn da? Okay. Aha, ich mach mal den Schlagtest bei ihm. Knockback bekommt er auf jeden Fall. Der hackt, sagt einer. Also einer im Totenchat sagt, der hackt. Wie? Wie hackt der denn? Der Reverse da mit Kill-Aura. Dann gibt's eine Kill-Aura also drin. Das prüfen wir doch mal. Dann machen wir das mal so. Leute, wenn er eine Kill-Aura hat, dann wird er nämlich jetzt gleich, wenn ich mich zeige von hinten, wird er mich direkt schlagen, wisst ihr? Gucken wir mal. Seht ihr das? Aber was ist das denn hier? Leute, was haben wir denn da? Und jetzt die Kill-Aura aus. Habt ihr es gesehen, Leute? Er hat eine Kill-Aura an. Der Reverse da. Ich anleg mich mal. Da war gerade eine schöne Kill-Aura am Start, mein Freund. Ja, jetzt ist die Kill-Aura aus, ich weiß. Ja, ja, ja. Sich ein bisschen roboterartig bewegt, mein Freund. Reverse da. Nadu? Nadu? Ja, 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 ja. Hast du, ne? Hast du gemacht. Tschüss. So. Das Bett ist noch da. Reverse da. Hi. Der hat jetzt ausgemacht. Ja, hat er. Er hat wirklich ausgemacht. Abge ist der Beste. Alle. Oh, das schreibt der Reverse da. Abgebester. Nix abgebester. Du bist ein doofer Cheater. Runter mit dir. Hau ab hier vom Server. Dich wollen wir nicht hier. Tschüss. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Vielleicht kriegen wir noch einen Report rein, Leute. Oh, Black Eagle ist hier. Hallo, Black Eagle. Guten Tag. Infinity Time. Direkt der nächste Report. Also seht schon, wir haben ja mittlerweile richtig viele Spieler online. Es sind gerade 1050 Spieler. Wie schnell Reports... Wow. Oh. Wie schnell Reports einfach reinkommen. Ihr seht das. Ich bin in der Runde Bad Wars gerade. Wo ist denn der Gute, der reportet wurde? Das ist der Infinity Time. Und der ist dann Team... Hellblau ist der. Da vorne ist hellblau. Okay, warte, wisst ihr was, Leute? Dann machen wir eben hier den Troll-Modus an. Troll GM. Ups, Troll GM. Ich gehe mal rüberfliegen. Ich gehe mal rüberfliegen, ob der hier auch hackt. Weil die meisten Reports sind wirklich so, dass die Leute wirklich hacken. Also wir haben ziemlich ehrliche Spieler, die ehrlich reporten. Er kriegt auf jeden Fall Knockback. Das war jetzt ein bisschen assi, oder? Team Türkis wurde was? Er ist direkt gelieft. Wieso ist der gelieft? Wo ist denn der Infinity Time? Also der Infinity Time hat jetzt gerade das Spiel verlassen, weil sein Bett ist ja noch da gewesen. Mein Bett wird auch zerstört. Ich gehe mal zum Infinity Time. Der ist jetzt in der nächsten Runde 8x1. Das müssen wir nochmal ganz genau beobachten, was der hier macht. Der ist jetzt Team Schwarz. Troll GM. Ich gehe mir das nochmal angucken. Wo ist denn der Schwarze gerade? Freunde, sagt mal, was denkt ihr gerade? Denkt es, er hat schon wieder das Spiel verlassen. Schwarz hat noch 0 Spieler. Leute, was denkt ihr? Denkt ihr, der hackt? Oder warum flüchtet er die ganze Zeit vor uns? Ich gehe mal zu Infinity Time hin. Infinity Time, wo ist er denn? Er ist wieder in der Runde Bad Wars. 8x1, ich starte mal das Spiel. Und Leute, schreibt es in die Kommentare. Denkt ihr, das ist ein Hacker? Oder dass der gerade quasi vor uns flüchtet? Oder ist es einfach gerade nur Zufall, dass der mal abhaut vor uns? Und wir gucken uns das mal an. Troll. GM. Und der ist diesmal im türkisen Team. Wieder Türkis ist da vorne. Ich gehe mal gucken, Leute. Ich gehe mal gucken, was das für einer ist. Was macht der hier? Also er kann auf jeden Fall so fast burschen. Sieht es normal aus? Ich glaube, es sieht relativ normal aus, was der hier fast burscht. Ich butsch gerade mal selber, Leute, ob das so ähnlich ist. Ich butsch mal für ihn ein bisschen weiter. Also, wow. Das war gerade Fail, Leute. Warte mal, ich butsch mal gerade ein bisschen weiter. Sieht das jetzt so ähnlich aus wie bei ihm gerade, Leute? Was ist denn los gerade? Warte, ich konzentriere mich mal kurz. Sieht es genauso aus wie bei ihm, Leute, wenn ich jetzt fast butsche? Oder ist das anders bei ihm? Also ich muss sagen, ich... Gerade finde ich, dass der relativ normal spielt. Wir können aber einfach irgendwie einen Block abbauen. Obwohl, der fällt ja wahrscheinlich einfach runter. Gucken wir uns den Kampf nochmal gegen Team Rot an. Vielleicht sehen wir gleich dann doch irgendwelche Hacks, die er drin hat. Bisher sieht der Infinity Time aber noch relativ legit aus. Okay, er geht jetzt runter gleich, ja. Der Rote ist überhaupt gerafft. Doch, der Rote hat es gerafft. Infinity Time geht jetzt drauf. Sieht aber eigentlich alles normal aus bisher, ne? Ja. Kann man, glaube ich, nicht so viel gerade gegen sagen. Kriegt auch nochmal ein Knockback und so, alles cool. Deswegen würde ich sagen, der Infinity Time hackt gerade nicht. Wird sich jetzt das Bett holen. Von daher, alles cool, Leute, alles cool. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir auch diese Folge Owner vs. Hacker. Wir haben, glaube ich, 2 von 3 Hacker erwischt.
Ihr könnt jederzeit in den Kommentaren schreiben, wenn ihr denkt, ich habe eine Fehlentscheidung gemacht. Und wenn ihr denkt, der Infinity Time hackt vielleicht doch oder einer von den anderen hat nicht gehackt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese die Kommentare durch. Vielleicht gibt es ja noch Leute, die mich auch irgendwie belehren können oder so. Habt noch einen sehr schönen Tag, Leute. Haut rein und tschüss. Und gebt doch bitte für die Folge einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Ownerverse Hacker haben möchtet.